Version meiner Bewerbung für die Next Face Awards Germany 2018. Es wurde ja gesagt, dass dieses Jahr die erste Runde, also die Bewerbungsrunde, über Instagram stattfindet. Aber ich lasse es mir trotzdem nicht nehmen, ein richtig gutes, langes Video, wo alles schon erklärt ist, für euch zu drehen und das natürlich auch auf YouTube zu stellen. Wenn ihr das originale Bewerbungsvideo sehen wollt, dann geht einfach mal auf meinen Instagram-Account. Da seht ihr das und da ist es dann auch unter dem Hashtag und ich bin wirklich sehr aufgeregt. Ich will nämlich unbedingt in die Top 20 kommen. Unbedingt, unbedingt. Deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt auch gleich los. Ich werde jetzt mich erstmal abschminken und dann werde ich mir mein Haarnetz aufsetzen und meine Kontaktlinsen reinmachen, die mir diesmal wieder von Matt Lens gesponsert wurden. Danke, danke, danke schön. Und die mache ich mir jetzt schnell rein. Und genau, dann kann es auch schon losgehen. So, meine Kontaktlinsen habe ich jetzt drin. Ich verlinke euch die einfach mal in der Infobox, würde ich sagen. Und wenn ihr interessiert seid, dann schaut einfach gerne mal vorbei. Die haben echt geile Kontaktlinsen. Nicht nur so verrücktes Zeug, auch natürliches, was man im Alltag tragen kann. So, ich fange jetzt erstmal an, mein Dekolleté und mein Gesicht zu primen. Und zwar nehme ich da den Catrice Prime and Fine Smoothing Refiner. Da würde ich sagen, mache ich erstmal meine ganz normale Base. Dafür nehme ich erstmal einen Concealer von Maybelline, um damit so grobe Pickelchen und Augenringe abzudecken. Und das verblende ich jetzt mit einem feuchten Beauty Blender. Jetzt nehme ich meine NYX Total Control Drop Foundation in der Farbe 06 Vanilla und tropfe sie mir je nach gewünschter Deckkraft in mein Gesicht. Jetzt nehme ich mir meinen Concealer von Manhattan, den Wake Up Concealer, und concealer den Bereich unter meinen Augen. So, jetzt nehme ich mir meinen Catrice Nude Illusion Loose Powder in Transparent und setze mein Gesicht ein wenig. So, jetzt geht's an den Hals. Und zwar nehme ich mir jetzt die schwarze Theaterschminke von Jofripa und pinsel mir erstmal meinen Hals und ein bisschen von meinem Dekolleté mit ein. Und das kann ich schön hier am Kieferknochen entlang ziehen, weil unsere Kontur dann auch schwarz wird. Und nach unten hin blende ich das dann ein bisschen aus. So, und um das Ganze zu setzen, nehmen wir uns jetzt aus der Mavicon Palette die Farbe Breakdown, denn das ist so ein richtig, richtig schönes, tiefes Schwarz und ich glaube, da kann man das super gut setzen. Dafür nehme ich jetzt diesen abgeschrägten Pinsel, weil den werde ich dann auch für die Kontur benutzen. Das wäre geschafft. Jetzt machen wir gleich mit der Kontur weiter, denn die wird ja auch mit Schwarz gemacht. So, und wegen meines Kopfteils werde ich hier auch ein schwarzes Dreieck machen. Jetzt nehme ich mir von BH Cosmetics die 120 Color Palette und nehme mir einen eher mittleren, kühlen Blauton. Und damit verblende ich jetzt die Ränder hier. Jetzt gehe ich mit dem gleichen kleinen Pinsel in das Blau darunter, ein eher dunkleres Blau, und gebe es hier in die Ecken, um es zu vertiefen. Jetzt nehme ich wieder so einen abgeflachten Pinsel, gehe in das Blau, was ich hier zum Verblenden genommen habe, und mache mir so eine Art Blush. Und hier, wie eine Art Highlighter, mache ich als Grundlage ein helleres Blau-Türkis. Ich verstärke hier mit schwarzen Lidschatten noch ein bisschen die Kontur. So, jetzt gehe ich in ein etwas grüneres Türkis mit dem Finger und tupfe es hier so auf. Jetzt nehme ich mir die weiße Theaterschminke von Jofrika und male mir hier unten Linien auf, die dann später zu meinen Nordlichtern werden sollen. So, und jetzt gehe ich dann nochmal mit meinem White Liquid Liner von NYX drüber. Das sind erstmal die Grundlinien. Jetzt nehme ich mir nochmal den weißen Liquid Liner von NYX und ziehe von den Linien aus Striche nach oben. Und jetzt nehme ich wieder meine 120 Color Palette von BH Cosmetics und gehe mit verschiedenen bunten Farben wieder nach oben. Da fange ich zuerst mal an mit Gelb.
dann gehe ich mal in ein schönes, kräftiges Grün. Dann gehe ich an einigen Stellen bei dem Gelb mal in Orange und in ein schönes, knalliges Pink. Jetzt nehme ich mir nochmal einen ganz, ganz flachen, dünnen Pinsel und einen schwarzen Lidschatten und gehe nochmal unter den einzelnen Nordlichtern lang. Jetzt kommen so ein paar Special-Dinger zum Einsatz, und zwar von Paint Glow to Glow und Dark Eyeliner. Und da werde ich jetzt an so verschiedenen Stellen auch noch ein paar Striche nach oben hinsetzen. Jetzt habe ich hier verschiedene Strasssteine und da werde ich davon ein paar auf meinen Hals kleben. Zum Aufkleben benutze ich Mastix. So, dann würde ich sagen, war's das mit dem Dekolleté. Das ist jetzt erstmal fertig. Das heißt, ich kann jetzt erstmal meine Perücke aufsetzen und meinen Kopfschmuck, den ich mir gebastelt habe. Und dann kann es auch schon im Gesicht weitergehen. Das ist mein Kopfschmuck. Und wie ich den gemacht habe, das seht ihr jetzt. Um das Kopfteil zu basteln, habe ich mir folgende Dinge besorgt. Einen ganz normalen schwarzen Haarreifen. Solche holographischen Glitzer-Edelsteine, die sind zwar eigentlich zum Aufnähen, aber ich denke, zum Aufkleben gehen die genauso gut. Dann habe ich mir so ein Netz von einer Zuckertüte gemopst und das zurechtgeschnitten. Das ist jetzt so ein Dreieck. Und ich habe mir solche verschieden großen Edelsteine, sag ich mal, aus Pappe ausgeschnitten. Natürlich auch eine Heißklebepistole. Ich hoffe, sie funktioniert, denn irgendwie, ich habe noch nie mit einer Heißklebepistole gearbeitet. Ich hoffe, das funktioniert. Als allererstes werde ich das Netz an diesen Haarreifen befestigen. So, jetzt versuchen wir mal, diese Pappdinger hier oben drauf zu kleben. Jetzt hätten wir quasi schon mal das Grundgerüst für die Krone. Ja, ich versuche das, wie gesagt, einigermaßen symmetrisch zu machen. Okay, ich muss jetzt definitiv noch eine Stütze dran basteln. Heiß! Jetzt habe ich eine Blase. So, ich habe jetzt die Pappe, die noch übrig war, beziehungsweise zu sehen war, schwarz angemalt und habe vereinzelt so kleine Strasssteinchen noch aufgeklebt. Wirkt irgendwie so ein bisschen wie Sterne. So, dann suche ich euch jetzt mal ein bisschen ran, denn jetzt geht's an das Augenlicht. Da nehme ich mir wieder meine Beauty Cosmetics 120 Color Palette. Da nehme ich jetzt erstmal so ein Eisblau und gebe das als Transition Color. Dann nehme ich mir ein Türkis und gebe das hier auf die äußere Seite meines beweglichen Lides. Um das Ganze zu vertiefen, nehme ich jetzt ein richtig schön dunkles Blau und setze das in den äußeren Winkel. Jetzt nehme ich mir einen flachen Pinsel und meinen Concealer und mache mir eine Cut Crease. Aber nur eine halbe, denn das mache ich oft und gerne und deswegen mache ich das jetzt. Und auf diese Cut Crease gebe ich jetzt einen richtig schönen Silberton. Jetzt nehme ich mir einen leicht gelben Schimmerton und gebe den in den Augeninnenwinkel. Und das Türkis, was wir hier außen haben, geben wir jetzt auch nochmal in einer ganz dünnen Linie unter mein Auge. So, und mit so einem leicht hellblau-lilanen Ton, da probiere ich jetzt noch irgendwie meine Nase ein bisschen zu konturieren. Jetzt kommt der weiße Eyeliner von NYX nochmal ins Spiel, denn jetzt mache ich damit meine Augenbrauen weiß. So, jetzt nehme ich meinen Eyemendic Dip Liner von Catrice in Schwarz und ziehe mir einen doppelten Eyeliner. Und jetzt nehme ich mir nochmal den weißen Liner und setze mir noch ein paar Details. Und jetzt male ich mir auf meine Wangenknochen quasi als Highlighter und als Sternhimmel noch ein paar Sternchen hin. Jetzt machen wir wirklich noch ein bisschen Highlighter drüber. Dafür nehme ich aus der Mavicon Palette den Highlighter-Ton Sheesh. Ich trage jetzt erstmal Mascara auf. Oben für den oberen Wimpernkranz nehme ich die Catrice Glam & Doll Mascara. Und für meinen unteren Wimpernkranz nehme ich die Mega Volume Miss Manga Mascara in Indigo. So, dafür nehme ich wieder meine Red Cherry LE11 Lashes. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Lippen. Und dafür nehme ich
Diese zwei Süßen, das sind die NYX Cosmic Metals in der Farbe 12 Comet's Tail und in der Farbe 01 Galactic. Und fertig ist der Look. So, das ist der komplette Look. Ich find's mega geil. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von diesem Look haltet und ob ihr denkt, ob ich damit in die Top 20 komme. Oh, ich bin voll stolz auf mich. Ja, wenn euch das Video und dieser Look gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr bei den nächsten Face Awards Videos, wenn ich weiterkomme, auf jeden Fall mit dabei seid. Denn ich freue mich über jede Unterstützung. Und es ist wirklich sowas, was ich mit am allermeisten will, bei diesem Wettbewerb mitmachen zu dürfen. Und es gibt ja auch dann immer noch ein Voting, heißt, ich brauche ja auch ein paar Leute, die für mich voten. Und deswegen wäre es toll, wenn ihr mit dabei bleibt und ordentlich die ganze Zeit für mich mitvotet, damit ich auch so schön weit komme und für euch coole, weitere Looks kreieren kann. Das würde mich mega freuen, wenn ihr dieses Video teilt. So überall, wo ihr angemeldet seid. Genau, und dann bedanke ich mich, dass ihr so lange zugeschaut habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich kann es schon mal sagen, ich glaube, es wurde gesagt, am 20. April wird bekannt gegeben, wer in den Top 20 ist. Und ich bin gespannt. Okay, bis dahin. Bye!